Mutter, wach auf, du hast einen Albtraum. Ja, ich habe irgendwie von so einem stinkenden schwarzen Loch geträumt. Ha, jetzt weiß ich warum. Na, dann ist ja gut, komm mit, wir haben noch was zu erledigen. Siehst du den Franzosen da draußen unter dem Auto? Der hat sich mein Stinkekissen geschnappt und spielt jetzt damit, als wäre nichts gewesen. Geh hin, klatsch ihm eine und nimm ihm das weg. Quoi? Ich habe das Gefühl, jemand redet über mich. Cosmo, ich kann das nicht machen. Wieso nicht? Weil ich es ihm geschenkt habe. Als ob. Ja, doch, es stimmt. Ich habe es da hingelegt, damit er was zu spielen hat, wenn er vorbeikommt. Irgendwie kann ich dir das nicht glauben. So verrückt bist du doch nicht, oder? Cosmo, ich hab's wirklich getan. Du bist erledigt. Später habe ich ihn dann in diesem Bettchen vorgefunden. Na Mutter, wie gefällt dir das? Weißt du, wie viele Katzenhaare ich hier reingebracht habe? Und ich habe vor, sie hier alle liegen zu lassen. Ja und? Du hast es nicht verstanden, oder? Ich habe das Ganze im Internet veröffentlicht. Bald wirst du von Hasskommentaren überschwemmt, dass Katzenhaare total gefährlich sind fürs Kind. Cosmo, mittlerweile weiß doch jeder, dass das nicht stimmt. Solange du parasitenfrei bist, ist alles in Ordnung. Wie naiv willst du sein, Mutter? Ja. Und wenn wir schon von Parasiten reden, wo ist eigentlich Apollo? Mamke, was ist diese? Das ist, damit der Pipi nicht rausläuft bei Babys. Warte, Mamka, du willst mir sagen, wenn ich diese trage, kann ich überall meine Geschäfte verrichten? Ja, so in etwa. Alles klar, pack sie aus, gib mir alle. Dann ist die ganze Welt mein Katzenklo. Aber zuerst testen wir diese an Cosmos. Na los, zieh meine an. Wir gucken, wie er das findet. Wenn gut, dann ich auch eine tragen. Scheiß drauf, ich suche mir eine andere Familie.